Ja, und mit dieser wunderbaren Kampfmusik im Hintergrund begrüßen wir euch zurück zu Let's Play Mo. Und ja, Asthena ist gut. Ganz Was? ruhig, wir haben schon angefangen. Da Ja. musst du gar nicht so gucken. Ja, tut mir leid. Und ein Tut bisschen mir leid. schneller wäre auch schön. Also, wir wollen heute noch Ja. Pilze sammeln. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Ja, okay, gut. Dann warten wir mal. Lass mich zurück, schlag mich nieder. Nein, wir würden dich doch niemals niederschlagen Wo hier. bist du? Ja, lauf einfach gern Süden. Dann findest Okay. du. Und wenn du ins Wasser kommst, dann einfach geradeaus weiter, das passt schon. So. Wir sind immer noch. Was? Mehr nach Sedigan. Ja. Ja, lauf einfach irgendwo hin. So, wir sind immer noch in der, beziehungsweise auf der Mission, Pilze zu sammeln für die gute Novizin aus der Magiergilde, irgendwie Agila oder sowas. Ajira. Agira, genau. Wanne Khajiit. Und ja, wir suchen immer noch Brettpilz und Hyper irgendwas. Hyperphasen. Hyperphasia. Ich schlag mich tot. Ich muss sagen, Jo. also, wir haben ja eigentlich versucht, im beschriebenen Gebiet welche zu finden, haben allerdings festgestellt, dass da irgendwie gar nichts wächst, was pilzmäßig sein würde. Deswegen haben wir uns schon mal aufgemacht in Richtung Sumpf. Und ja, Spring wen. vielleicht mehr, wir müssen leveln. Was? Spring vielleicht mehr, wir müssen leveln. Ja, wir sind ja eigentlich auch nicht wirklich da hier unterwegs, um Magier zu werden, sondern um an ein paar Level zu kommen. Und da hinten sehen wir interessante Gestalten, die hier rumstehen, und das ist. Ach, das ist. Hä? Das Udai-Plateau. Ja, wieso greift Oh, er uns der an? Angriff. Nee, nicht wir werden angegriffen. Ah. Die Ratte wird angegriffen. Das war gerade ein interessanter Moment. Ja, ich habe auch kurz überlegt, weil erst dachte ich, okay, es ist ein What Bandit, the aber f dann war. Wir sind ja irgendwie im. Bei Cloud. Das heißt, eigentlich sollte hier uns nichts angreifen. Dann habe ich überlegt, okay, eventuell haben wir irgendein Verbrechen begangen, von dem ich nichts wusste. Aber okay, scheint nichts der Fall zu sein. Ja, super Wetter wieder. Eventuell, wem das aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie ich das in der Nachbearbeitung hinkriege, aber in der letzten Folge war die Farbgebung ein kleines bisschen oranger, als sie sein sollte. Das einfach daran lag, dass ich ein Programm benutze, das nachts den Bildschirm etwas augenfreundlicher macht. Deswegen. Ich glaube, das hast du schon 100 Mal Ja, erzählt. habe ich schon 100 Mal erzählt, diesmal. Weil Aber noch nie, das glaube ich, irgend. in Moment. Ich wollte es nur noch. Das ist gut möglich. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben und auch noch ein bisschen Werbung dafür machen. Das nennt sich Flux. Und das ist wirklich, wenn man nicht gerade aufnimmt, extrem praktisch. Dadurch hat man nachts einfach geschontere Augen und kann länger seiner Sucht nachgehen, nicht wahr? Oder geht früher ins Bett und wascht euch mal, dreckige Gamer. Okay, die Schlammkrabbe, die von RTL scheinbar geschickt wurde. Ja, so sieht's Und bevor sie aus. uns einholt, um uns zu interviewen, Sollten wir laufen nicht wir nach mal zurück nach Sedan oder haben wir Balmora. genug? Haben wir jetzt schon genug? Ja, wir haben Glück gehabt, denn wie uns die Khajiit auch schon gesagt hatte, diese Sachen sehen ziemlich ähnlich aus und wir hatten das Glück, da irgendwie neben dem Brettpilz auch einen Phasia-Pilz zu finden. Ja, ist dann doch Supi. ganz schön erfolgreich. So. Zurück nach Balmora, zurück zur Magiergilde, zurück zum Ruhm, zurück zu unserer schönen Ausbildung als Magier. Yay. Das ist auch so eine Yeah. Geschichte, die macht man irgendwie immer in Elder Scrolls Teilen. Zumindest habe ich das in sowohl Morrowind als auch Oblivion als auch Skyrim gemacht. Ich war nie ein Magier, aber immer irgendwie oberster Magier am Schluss. Ja, genau. Die Sache ist ja, bei Elder Scrolls Teilen ist ja das Schöne, dass man wirklich. Also ich fand es ja in Skyrim ja schon ein bisschen fies, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ich spoilere ja nicht viel, wenn ich das erzähle. Man kommt ja dann da zu diesem Turm, diesem Übergang, und dann steht da ein D und sagt so, ja klar kannst du Mitglied werden, musst nur ein Feueratronach beschwören. Nee, das ist unterschiedlich, der Zauber. Ja, Der egal. alterniert verschiedene. Aber ja, Bei ich weiß, was du mir meinst. war es Feueratronach. Und dann war es so. Der braucht aber so 130 Magiepunkte. Und ich hatte 100. Ich hatte natürlich nie auf Magiegeld. Wofür auch? Und dann stehe ich da und dann musste ich erst noch drei Level machen, bevor ich in diese blöde Gilde kam. Und danach brauchte ich nie wieder einen Zauber. Ja. Das war schon. Das ist. Ja. Ich glaube, das ist extra gemacht, weil man. Dass da halt irgendjemand.
nicht ohne weiteres reinkommt. Also es sind scheinbar, so wie ich das verstanden habe, verschiedene Zauber, die halt etwas teurer sind. Also ich musste damals auch Mana skillen. So, da hinten sehen wir ein paar schöne Bander im Wind wehen. Ja. Haben die schon immer im Wind geweht? Ja, glaube ich schon. Das ist so das Standard-Feeling von denen. Cool. Also ich habe die immer nur in Erinnerung gehabt, wie die irgendwie runtergegangen haben. Hm. Interessanterweise, sie werden auch hier noch quasi angezeigt. Also das ist quasi ein großes Objekt. So, wir sind... Kannst ja erklären, wie das funktioniert. Genau, wieder auf dem Weg zu... Ja, das interessiert sehr viele Leute. Guck mal, die wackeln nicht, ne? Ja, das sind auch massive Holzschilder hier. Das ist Steineiche. Links. Nee, doch, die wackeln, Tatsache. Welche wackeln links? Auch. Die. Eben haben sie sich bewegt. Jetzt bewegen sie sich alle nicht mehr, oder? Okay, es war kurzwindig scheinbar. Das ist cool. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Die wackeln aber konstant. Ja, aber die, ja. Das ist aber cool. Das ist richtig gut gemacht. Ist auch sehr dünner Stoff, muss man sagen. Vor allem für damals, muss man ja sagen. Ja, klar. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ist halt, ich weiß gar nicht, ob ich dafür... das ressourcensparend hinkriegt, weil die Sache ist... Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das ein Mod war. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, aber ich bin mir gerade unsicher. Wenn es kein Mod ist, dann haben sie es sehr gut und sehr ressourcensparend hingekriegt. Bei anderen, Fall. Da ist es dann immer sauer, zieht es total wie das Konfetti bei anderen Dingen bei Aktuellen. Hajira! Hat Valo die Pilze gefunden, die Hajira braucht? Hat die Proben von all den Pilzen? Leuchtender Rosala. Ja, wir haben es verstanden. Ja, hier sind sie. Ja, die sind alles gute Proben. Nun kann Hajira den Bericht schreiben und Geselle der Magiergilde werden. Hajira hat als Gegenleistung für euch Tränke hergestellt. Hajira ist eine schlechte Alchemistin, aber wenn ihr vergiftet seid, was soll's? Ja, Hajira hat noch mehr Aufgaben für Valo. Nicht den Trank trinken, sonst nicht mehr möglich. Wette mit Galbedir. Hajira hat eine Wette mit Galbedir abgeschlossen, dass Hajira noch vor Galbedir den Rang eines Gesellen erhält. Jetzt muss Hajira diese Pilze untersuchen und einen Bericht schreiben. Hajira möchte, dass ihr Galbedir einen falschen Seelenstein gibt. Hajira hat einen falschen Seelenstein gemacht. Nehmt ihn und legt ihn oben auf Galbedirs Tisch. Galbedir sollte herunterkommen, um mit Marein drehen zu reden. Also wird euch niemand dabei beobachten. Ich muss sagen, Typos in der deutschen Version von Mauron sind mir auch noch nicht untergekommen. Also, ja, also selten. Das ist jetzt so ziemlich der erste, der mir jetzt wissentlich auffällt, aber cool. Ja, mir fällt, was ab und zu ist es ein Kommafehler, aber ja gut, ich meine jetzt sehr schon. Sehr selten, ja. Ich meine schon. Das wundert mich auch gerade so ein bisschen. Das kommt wirklich nicht oft vor. Ach stimmt, Galbedir war die Elfe. Wir sollen das auf den Tisch legen. In den Tisch, oder? Auf den Tisch? Ja, stimmt, in den Tisch ist sinnvoller. Also, wir nehmen mal den niederen Seelenstein raus. Packen den falschen rein. Andere Mitstudenten sabotieren. Yay, lernen wir im Studium. Yay. Yeah. So, jetzt gehen wir ein bisschen raus und geben ein paar Nerds einen Hosenzieher. Ich muss sagen, wer sich für das Thema interessiert, das Videospiel Bully ist da sehr amüsant. Also, das kenne ich gar nicht. Spielt das ist ziemlich gut. Ist das Freeware oder? Nein, das ist ein bisschen älter, aber noch keine Freeware. Naja, bitte. So, nicht wahr, Galbedir? Ist auch die Schriftrollen, Wale, oder? Ja, halt im Mund. Ja, ist gut. Ja, red mit der Wand. Ich hab falsche dabei. Was? Hallo, Hajira. Die hat zwei verschiedenfarbige Augen. Ja. Hat Valo den falschen Seelenstein in Galbedirs Schreibtisch gelegt? Ihr habt den Stein in den Sekretär getan, wie Hajira euch gebeten hatte. Hajira dankt euch. Hajira muss jetzt die Blumen der Gegend untersuchen. Ja, Hajira muss jetzt die Blumen studieren, wie ich schon sagte. Hajira braucht Goldkanne, Blüten der Steinblume, Staubbeutel der Weide und Heidekraut. Man findet diese alle an den Ufern des Amajaj-Sees. Und Ajiras Beinschmerz, könntet ihr das machen? Okay,
In der Nähe von Stein. Ja, ich überflieg's gerade einfach. So. Steinblumen sind dunkel. Ja, Steinblumen kennen wir. Wir kennen auch Goldkarnit eigentlich. Na gut, wo ist es am Majorsee? Balmora südöstlich an der Mondfolterfestung vorbei, dann Wegweise nach Pelagiat überquert Feuda mal Meer. Okay, sind Schluchten. Nächste Kreuzung Richtung Soran. Liegen direkt am. Ja gut, wir haben ja schon letztes Mal nach der Pilzmission mitbekommen, wie gut ihre Angaben sind, wo was wächst. Also ich denke mal, beim Amaja See werden wir ganz gute Chancen haben, aber zur Not. Gucken wir dann ein bisschen weiter an der Bitterküste. So, Amaja See, sie meinte irgendwas in Richtung südöstlich von Balmora. Kann man irgendwie, können wir zoomen richtig? Nee. Ich schätze, es wird bei Pelagia da sein. Ja, ich nehme an, dass es dieses, das hier sein wird. Ja, gut, ja, das meine ich ja. Da sind wir von Zeldanin schneller. Ja. Gut, dann machen wir mal wieder eine schöne Tour mit den Schlickschreitern. Diesen freundlichen, ausgehöhlten Kreaturen. Das ist auch schon... Ist auch schon so ziemlich widerlich, wenn man sich vorstellt, dass man quasi... Ist eigentlich schon eine Peter-Petition deswegen? Ja, zur Not machen wir eine, weil das, also... Ja, egal! Ist schon eine sehr brutale Weise, aber auch wieder eine der Sachen, die quasi sich die Dunmer erhalten durften. Ja, wobei ich glaube nicht mal, dass das Kaiserreich da wirklich was dagegen hatte. Ich glaube eher, dass das die nicht interessiert. Ja. Okay, ja, ich weiß nicht, wollen wir da reingehen? Ja, warum nicht, oder? Wir können erstmal wieder ein bisschen Brettpilz sammeln und dann reingehen. Gut. Ich meine, das ist halt der Standard. Das muss man halt immer machen. In den Dungeon muss man wirklich reingehen. Der ist also... Ganz ehrlich, egal welches Let's Play ihr von Morrowind seht, das ist wie in Minecraft Holz hauen mit der Hand. Das macht auch jeder irgendwann mal. Ja gut, also es ist halt schon ein ziemlich... Es ist im Prinzip der Einsteiger-Dungeon. Ja. Hier kann man so ein bisschen was lernen in... Adamasatrus. Adamasat... irgendwas. Wow, es ist wieder mal wunderbar hell. Hallo du! Also man wird hier tatsächlich von Banditen angegriffen, die einen mit Dolchen versuchen zu behaken. Das ist schon ziemlich traurig. Okay, sie hat uns jetzt irgendwie verzaubert, dass wir schlechter treffen oder sie schlechter treffbar ist. Aber ich meine... Nee, Tatsache, sie hat sich verbessert, ansonsten hätten wir unten rechts so eine schöne Anzeige. Ja. Gut festigen, Blitzresistenz. Das ist auch eine interessante Geschichte wegen den Nord, wir sind ja einer. Und deren Frostimmunität, also man kann tatsächlich einen Frostatronach nach umarmen. Der ist etwa so wehrlos gegen einen wie, weiß ich nicht, wenn so ein Kaninchen irgendwie rumhüpft. Wirst du mal sterben hier? Die Sache ist halt, was wirklich bringt, ist halt Eis oder Feuerimmunität. Blitzresistenz bringt gar nichts, also... Das bringt in manchen Teilen des Spiels was, aber wirklich stark bringt eigentlich nur Feuer und vor allem Frost, weil... Wir trainieren jetzt einfach erstmal Blocken. Ja. Und schwere Rüstung. Oh, wir sollten rasten und über das Erlernte nachdenken. Bist du fertig? Kann ich jetzt... Och, komm schon. Mach doch mal einen Zauber, oder? Nee, ich will den Zauber nicht für so einen jemanden verschwenden. Das ist nicht verschwenden. Ja doch, ist es. Eventuell ist hier da tatsächlich irgendwas, was uns parken kann. So, und wir erhalten einen Schlüssel. Yay. Den Adamasatrus. Sartu. Sartus. Adamasartus. Genau. Sklavenschlüssel. Und wir sehen gleich Sklavenschlüssel. Oho. Eventuell könnte das hier etwas damit zu tun haben. Aber was es genau damit zu tun hat... Nicht um Sklaven. Nee, gar nicht. Werden wir erst... in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, Leute. Ciao. Macht's gut.